ist Jessica von Stoffwindelliebe. Ich möchte heute gerne etwas zu Pocketwindeln erzählen und die Blümchen Pocketwindel aus Österreich, was ist denn das Label hier, was zusammen mit der Stoffwindelschule entwickelt wurde, und die Little Bloom Pocketwindel aus Großbritannien, welche von Yellow Bloom über Amazon oder eBay vertrieben wird, aber auch bei AliExpress günstig zu haben ist. Vergleichen. Ihr seht schon, es ist dasselbe Motiv, ist auch dasselbe PUL, werden beide in China hergestellt. Zu den Herstellungsbedingungen sagt man auch nicht viel, aber China heißt ja heutzutage nicht immer schlecht. Ja, fein! Genau. Es fällt natürlich auf, dass die Blümchen Klett hat und die Little Bloom Druckknöpfe. Die gibt es aber auch mit Klett und die gibt es immer nur mit, die gibt es nicht mit Druckknöpfen. Die Blümchen außerdem vier Einstellmöglichkeiten in der Leibhöhe und die Little Bloom nur drei. Mama! Das Schöne an Pocketwindeln ist, dass ungeübte Wickelpersonen wie in der Kita oder die Oma gut damit wickeln können, wenn man die Einlagen einfach in die Pocket, in die Tasche steckt und nichts verrutschen kann. Durch das Polyestervlies, was drin ist, kann man sich auch das Windelvlies sparen, weil Kacke einfach abgeschüttelt werden kann. Wenn man die Windel aufmacht, fällt dabei auf, dass die Blümchen V2 einen PUL-Umschlag am Bauch hat als Nässeschutz und die Little Bloom nicht. So sieht übrigens auch die Blümchen Pocketwindel V1 aus. Wichtig bei Pocketwindeln ist, dass ihr nicht diese hässlichen Mikrofasereinlagen dazu kauft, die es oft dazu gibt, weil die sich zwar wie ein Schaum vollsaugen, aber es auf Druck wieder abgeben und dann läuft die Windel an den Beinbienchen aus. Besser sind Bambuseinlagen, die saugen wesentlich mehr, trocknen aber langsamer. Wichtig, wenn ihr Pocketwindeln kauft, das sind welche von Dodebaba UK, auch wieder aus Großbritannien, dass ihr nicht welche mit Minky-Plüsch ausnehmt. Der Minky-Plüsch zieht leider die Nässe direkt nach außen. Hier ist eine mit Bambus innen. Man sieht, dass die auch ein bisschen anders ist. Da ist die Pocket noch mit der Lasche abgedeckt. Die von Andam, die ist auch von Dodebaba, ist auch so gemacht. Also sehr süß, aber Minky-Plüsch lässt Windeln auslaufen. Besser und günstiger fahrt ihr, wenn ihr einfach eure gefaltete Mullwindel in die Pocket steckt. Die habe ich jetzt für einen Jungen vorne eben doppelt gelegt. Für ein Mädchen brauche ich die Saugkraft ja überall. Der würde ich einfach wieder die Dritteln und wie eine Binde in die Pocket stecken. Wichtig, Einlage immer etwas dünner machen als die Beinbündchen, sonst kann es sein, dass die Nässe da außen ziehen. Wenn ihr keine dicken Mullwindeln reinlegen wollt, könnt ihr natürlich auch eine Prefold benutzen. Das ist eine Regular von Kiko. Die kostet ungefähr 3 Euro, im 6er-Pack zu haben. Oder meine Lieblingslösung, eine Molimuxut Bambus Prefold aus Finnland. Kostet das Stück aber ihre stolzen 11 Euro. Die Blümchen Pocket kostet 10,90 Euro. Finde ich, ist ein super Preis. Ist auch eine gute Qualität. Und die Little Bloom kostet auch irgendwie neu um die 5-6 Euro. Bei Amazon muss man noch den teuren Versand aus Großbritannien bezahlen, bei eBay auch. Aber die gibt es im Stoffwindelflohmarkt oder bei eBay für 3 bis 5 Euro das Stück. Das ist super. Und in Kombination mit billigen Mullwindeln ist das eine super Lösung, die sich auch Eltern mit wenig Geld leisten können. Pocketwindeln müssen nach dem Benutzen natürlich einmal rausziehen und im Ganzen in die Wäsche. Aber man kommt mit 20 bis 25 Stück auf jeden Fall locker hin, wenn man die gebraucht kriegt, sind das nicht mal 100 Euro für alle. Und Mullwindel hat man sowieso zu Hause. Und wenn man alle 2 bis 3 Tage wäscht, kommt man gut hin. Genau. Wichtig auch noch, dass der Body nicht so eng ist, sonst kann es auch sein, dass die Windel ausfringt und an den Beinbündchen ausläuft. Deswegen eine Größe größer nehmen oder eine Bodyverlängerung benutzen. Die kann man einknüpfen. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Stoffwickeln und bis bald.